Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr dabei eingeschaltet habt. Ich hatte euch auf Instagram ja gefragt, ob ihr Bock habt, ein Video, ein etwas anderes Video zu sehen. Und zwar wolltet ihr unbedingt sehen, wie viele Bücher ich in diesem Jahr gekauft habe. Von Januar bis August. Ich teile das quasi, ich mache das von Januar bis Juni und die restlichen Juli und August werden dann in dem letzten Monat Dezember dann gezeigt. Und eventuell werde ich dann auch nochmal dieses Video drehen mit den kompletten neuen Büchern und vielleicht dann auch noch sagen, ob ich meinen Sub abgearbeitet habe oder nicht. Der Plan war ja eigentlich halt Sub abzuarbeiten. Aber das ist dann auch wiederum ein anderes Thema. Falls du ganz gerne wissen willst, was für Bücher ich jetzt im Monat Januar bis Juni insgesamt gekauft habe, dann würde ich sagen, bleib einfach dran und viel Spaß bei diesem Video! Ich werde hinter der Kamera stehen und werde dazu wahrscheinlich, hier steht ein Stuhl, eventuell einen Stuhl nehmen und die da drauf stellen, weil auf dem Boden sieht das, glaube ich, ein bisschen scheiße aus. Deswegen bitte verzeiht mir. Ich weiß nicht, wie die Beleuchtung ist. Mal funktioniert sie nicht. Keine Ahnung, was da ist. Ich habe jetzt hier auch wieder zweimal Beleuchtung angemacht, weil ich ein bisschen helleres Licht haben möchte, aber entweder bin ich überbelichtet oder unterbelichtet, keine Ahnung. Und ich zeige euch einfach die Bücher und diejenigen, die jetzt wissen wollen, ob ich die Bücher gelesen habe oder nicht, die können ja dann in den gelesenen Bücherordner alle von, wann habe ich angefangen? Von Januar, glaube ich, bis jetzt anschauen und dann wissen sie, was ich gelesen habe und was nicht. Ich würde sagen, ich verschwinde jetzt hinter der Kamera, ich baue das jetzt hier auf und dann fangen wir schon mal an. Ach so, und bevor ich anfange, da kann ich euch jetzt schon erzählen, dass der Monat Januar nicht passiert worden ist. Da gibt es kein Neuzugänge-Video, weil wir ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, in dem Video Februar, ich habe es nicht geschafft, hatten wir einen Deal gehabt mit der lieben Sarah Lesewelt, in dem wir gesagt haben, dass jetzt scheint die Sonne super, dass wir ein Kaufverbot haben bis zum Monat März. Und da ist es natürlich passiert, dass wir im Januar keine Bücher gekauft haben. So viel dazu. Im Monat Februar ist dieses Buch von Jennifer Banker Marmorkus eingezogen bei mir. Ja, ich brauche ja nichts dazu was zu sagen, ne? Also ihr wisst ja, die Geschichte habe ich euch ja schon im Februar erzählt. Ich muss mich ja nicht wiederholen. Das nächste Buch ist, ich glaube, das kann man nicht so genau gut erkennen wegen der Belichtung, ist von Ottfried Preußler, Der kleine Wassermann, auch im Monat Februar bei mir eingezogen. Genau, das nächste Buch ist von Erich Kästner, Das fliegende Klassenzimmer. Und da wir Stefanie Hasse ja bei der Messe, bei dem Vorlesungstag da in Stuttgart-Witwer kennengelernt haben, sind die beiden Bücher von ihr in unserem Sub gelandet. Einmal, das kann man gut erkennen, einmal Schicksalsbringer, ich bin deine Bestimmung und Schicksalsjäger, ich bin deine Bestimmung, also Band 1 und Band 2. Von Sophie Jordan, Firelight, brennender Kuss, Firelight, flammende Träne und Firelight, leuchtendes Herz. Das sind die beiden Bände, die im Monat Februar auch dazugekommen sind, aber dann tatsächlich zu Hause bei mir eingezogen sind. Ein paar Bücher hinzugekommen. Erst einmal, das Buch habe ich euch nicht vorgestellt. Keine Ahnung warum. Das Buch ist von Henrik Unger und Christine Henning, Anne Unger, Play,
das Handbuch für YouTuber habe ich zu meinem Geburtstag bekommen. Dazu habe ich von der lieben Sarah, diejenigen, die mir gefolgt haben und mein Geburtstagsvideo, glaube ich, im Mai gesehen haben können, wissen oder wissen, welche Bücher ich von ihr bekommen habe. Einmal von Joe Stirling, Ravenstone, wenn Geheimnisse tödlich sind. Und die Reihe von Maggie Stiefvater nach dem Sommer. Ruht das Licht. Und dazu habe ich passenderweise auch den dritten Band bei Thalia gekauft, In deinen Augen, zu meinem Geburtstag, damit ich die beide vollständig lesen kann. Zusätzlich dazu, weil Sarah mir zum Geburtstag noch, ich habe mich gerade gewundert, ob das die Bücher waren. Nein, Sarah hat mir noch den Band Der Kuss der Göttin April Pike Reihe gekauft oder geschenkt, besser gesagt, zum Geburtstag. Das waren tatsächlich, keine Ahnung wie viele Bücher, vier Bücher. Christoph Marzi, Heaven statt der Feen geholt. Oder was ich bei Reaver bestellt habe, Marlies Arrowhead Magic Girls, das Rätsel des Dornenbaums, das ist Band 3. Der vierte Band, Gefangen in der Unterwelt. Der fünfte Band, Die große Prüfung. Der sechste Band von dieser Reihe ist Späte Rache. Davon gibt es übrigens ca. 12 Bücher. Der siebte Band ist Geheime Mission. Der achte Band, Die Macht der Acht. Und zu guter Letzt bei Rebuy auch noch eingezogen, Der dunkle Verräter. Ich hatte, glaube ich, noch ein Buch bestellt, was, glaube ich, falsch war. Ein englisches, was ich natürlich zurückschicken wollte, musste, weil es nämlich auf Deutsch war. Genau, das war die Rebuy-Bestellung im Monat März. Weiteres Buch, was im Monat März eingezogen ist, ist Mats Evans Götter an Bord. Sophie Kramer, Sternschnuppengeflüster. Jess Kirby, Ist es nass, wenn's regnet? Falls ihr die Videos noch nicht gesehen haben solltet, welche Bücher eingezogen sind, in den kommenden Monaten könnt ihr nochmal nachhaken. Ich mache hier so ein kleines Resümee. Von Ginny Hahn, Always and Forever, Lara Jean und P.S. I Still Love You. Den ersten Band habe ich gelesen und, ach, das sieht auch wieder mal scheiße aus, dass Hansa oben steht und unten auf jeden Fall. Den ersten Band habe ich gelesen, da muss ich nochmal nachhaken. Aber ansonsten Band 2 und Band 3 muss ich auch gelesen haben. Und das vorletzte Buch, was im Monat März eingezogen ist, Wahre Stärke muss man nicht kämpfen, von Barbara Burkham. Im Monat April ist bei mir eingezogen Robert Betz, Werde der du sein willst. Von Pascal Wogenhuber ist bei mir eingezogen Enjoy this life, in 30 Tagen zu dir selbst. Damit das Buch nicht runterfliegt, bitte nicht wundern. Auch nochmal von Pascal Wogenhuber, ich habe, glaube ich, mehr von ihm gekauft, Enjoy this life, wie du dein ganzes Potenzial entfalten kann. Von ihm noch, Werde selbstbewusst im Schlaf. In 30 Tagen selbstsicher und glücklich, auch wiederum ein Enjoy this Life Community. Da kommt noch was von The Secret. Und diesmal ist es The Magic von Wonder Brain. Ich habe ja The Secret gelesen, The Secret Hero auch, für diejenigen, die das ja mitverfolgt haben. Und diesmal geht es, glaube ich, um Geld oder sowas. Genau, sehr spannendes Thema. Einmal von Liz Kessler, Plötzlich unsichtbar. Im Monat April ist bei mir eingezogen von Rebecca Marzel, Ein Sommer voller Sterne. Nicole Brausendorf, Die einzige Spaghetti zu essen. Tracy Barone, Thanksgiving. Daniela Green, Die Liebe im Ernstfall. Tristan Garcia, Faber, Der Stotterer. Ich halte das so. Charles Lewinsky, Der Stotterer. Der Mann ohne Schatten von Joyce Carol Oates. Christoph Marzi, Memory. Magic Girls, Der zehnte Band. Der goldene Schlüssel. Monika Fett, Die Reihe Der Bilderwächer. Der Libellenflüsterer. Two of a Kind, To Snoop or Not to Snoop von Olsen Twins. Von der Cecilia von Siegesar, die Gossip Girl Reihe Nobody Does It Better, Nummer 8 und Nummer 7 und Nummer 8. Nobody Does It Better ist Nummer 7 und Nothing Can Keep Us Together Nummer 8. Für diejenigen, die wahrscheinlich mitbekommen haben, ich habe die Bücher bei Minimops bestellt. Von der lieben Zoe Dean, Girls on Film. Das ist der zweite Teil. Der dritte Teil ist Blonde Ambition. Four Cool One, der dritte Teil.
Den ersten Teil habe ich schon in Black. Der fünfte Teil. Some Like It Hot. American Beauty. Heart of Glass. Heart of Glass. Band Nummer 8. Beautiful Stranger. Und der letzte Band ist, leg das jetzt mal dahin, California Dreams. Band Nummer 10. Die sind so, so schön. Einmal so kurz hier mal so. Die letzte Reihe, das ist jetzt nicht sortiert, also bitte nicht wundern. Einmal Evelyn Ubach, Glamour Girl. Wie ihr wahrscheinlich wisst, habe ich die Bücher beim Büchermarkt gekauft. Und von Robin Sloan, die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra. Tatsächlich gibt es dazu auch eigentlich eine gebundene Ausgabe. Evelyn Ubach, Glamour Girl. Band Clelly Avid, Ich kenne dich aus meinen Träumen. Caroline Kolbe, School's Out, Jetzt fängt das Leben an. Laura Johnson, Zwischen uns nur den Himmel, nur der Himmel. Und Jessica Curry, Ein Kuss aus Sternenstadt. Das Glück ist nicht immer gerecht von Anne-Laure Bordeaux. Verliebt in Mr. Daniels von Brittany C. Sherry. Instagirl von Annette Mirswa. Heather Cox und Jessica Morgan, Mein Herz und deine Krone. Amber Joes, Over the Moon, Liebe wie im Film. Und das vorletzte Buch, Doran Virtue, Die Engeltherapie, Grundlagen und Praxis der Heilarbeit mit den Engeln. Und das letzte Buch, was im Monat Juni bei mir eingezogen ist, ist von Alexandra Christo, Ilian und Lyra, das wilde Herz.